Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Insel Manhattan das Herz der Metropole New York, des zweitgrößten Ballungszentrums der Welt nach London. Hier werden die Symbole des American Way of Life geboren. Alles wird schneller und größer. Alles leuchtet auf der rastlosen Suche nach dem modernen Glück. 1524 entdeckte der italienische Seefahrer Verrazzano die Bucht von New York. 60 Jahre später trieb der Engländer Hudson Handel mit den dort lebenden indianischen Stämmen. Dann kauften die Niederländer die Insel. Doch das Dokument war nichtig, da bei den amerikanischen Ureinwohnern das Land niemandem gehört. Das waren wohl die Anfänge des wilden amerikanischen Kapitalismus, dessen erste Gewinner aus dem Sklavenhandel stammten. 1664 ergibt sich Neu-Amsterdam den Engländern, die es in New York umbenennen. Die Insel Manhattan behält ihren niederländischen Umriss bis zur Grenze ihrer Stadtmauer, der Wall Street. 1811 schlägt ein kühner Erweiterungsplan vor, sie in 2028 rechteckige Blöcke aufzuteilen. Ein zunächst horizontaler Plan für die folgenden Jahrhunderte und für eine Stadt, die schließlich vertikal werden wird. George Bellows ist gerade mal 30, als er 1912 Men of the Docks, die Männer der Docks, malt. Ein 114 x 161 cm großes Bild. Was sehen wir? Wir stehen auf den Kais von Brooklyn, einem der 5 Bezirke New Yorks neben Manhattan, der Bronx, Queens und Staten Island. Am Fuße der majestätischen Brücke, die uns mit Manhattan verbindet. An einem eisigen Tag hofft eine Gruppe Tagelöhner mit ihren Zugpferden auf Arbeit. Sie schauen nach links, vielleicht als Reaktion auf den Ruf eines Vorarbeiters. Einer von ihnen entfernt sich mit hochgezogenen Schultern. Vermutlich hat er verstanden, dass er heute nicht beschäftigt wird. Hinter ihnen liegen Frachtkähne im Eis gefangen. Und ein Schlepper hilft, einem Passagierschiff anzudocken, damit es be- oder entladen wird. Im Hintergrund ist der senkrechte und unendliche Horizont der Gebäude von Manhattan zu erkennen, an dem sich Rauchschwaden und winterliche Wolken vermischen. Welche Bedeutung hat diese realistische Komposition voll dramatischer Spannung? Um zu verstehen, was uns einer der ersten modernen Künstler Amerikas über die Entwicklung New Yorks, der mythischen Stadt und lebendigen Fantasie des Kapitalismus erzählt, müssen wir die Bestandteile des Bildes, seine Details und seine Figuren erforschen. Mein Name ist John Doe. Ich bin der Kerl, der sich auf dem Kai entfernt. Wie meine Kollegen bin auch ich ein Migrant aus Osteuropa. Den amerikanischen Namen habe ich bei meiner Ankunft auf Ellis Island bekommen. Besser du amerikanisierst dich gleich, hieß es. Ich wusste nicht, dass John Doe im englischen Gewohnheitsrecht einen Unbekannten bezeichnet. John Doe werden nicht identifizierte Menschen genannt, Leichen, die aus dem Wasser des Hudson River gefischt werden. Auch wenn Sie mich verknöchert auf Bellows Bild sehen, bin ich quicklebendig. 1907, vor 5 Jahren, ging ich von Bord. In diesem Jahr passierten über 1 Million Einwanderer Ellis Island. Die kleine Insel ist unser Haupteingangstor nach Amerika. Nach einer Überfahrt in der 3. Klasse eines Überseedampfers. Die meisten von uns sind Analphabeten und stammen aus Süd- oder Osteuropa. Wir wurden mit einer Liste mit 29 Fragen empfangen. Sind Sie polygam, Anarchist, behindert? Wurden Sie schon mal interniert oder verhaftet? Das Warten auf der Insel kann ein paar Stunden bis mehrere Monate dauern. Und für den, der auf die doofe Idee kommt, eine der Fragen mit Ja zu beantworten, heißt es zurück auf Los. Wer dann erst einmal in Manhattan gelandet ist, ist weiterhin ganz unten. Er muss irgendwo unterkommen und essen und vor allem Arbeit finden. Wir sind austauschbare, kühl ausgewählte und günstige Arbeitskräfte, die die Vereinigten Staaten an die Spitze der Industrienationen bringen sollen.
Ich kann im besten Fall auf eine Arbeit im Bausektor hoffen. Brücken, U-Bahnen, Gebäude. Für einen Jahreslohn von $630. Das ist mehr als ein Angestellter im öffentlichen Schulwesen bekommt, der höchstens $492 verdient. New York legt mehr Wert auf Bauen als auf Bildung und auf Unterhaltung. An der Oper verdient der berühmte italienische Tenor Enrico Caruso $120.000, der Lohn von 2000 Wolkenkratzer-Erbauern. Das Big Business ist König. Riesige Finanzreiche erblicken das Licht der Welt. Die Herren Morgan und Rockefeller herrschen über die Börse an der Wall Street. Der Reichtum konzentriert sich in den Händen weniger. Das Aufkommen des Taylorismus, der wissenschaftlichen Organisation der Arbeit, hat die Karten neu gemischt. Die Arbeitsleistung wird verbessert, indem unsere Handgriffe, Rhythmen und Arbeitstakte genau analysiert werden. Es gab mehr als 150 Autobauer, bevor Henry Ford seine Serienproduktion startete, damit ganz Amerika im Frieden und im Ford-Modell T fahren konnte. Die Formel ist unfehlbar. Montageband mal Standardprodukt gleich Preissenkung, Lohnsteigerung, Erhöhung der Kaufkraft und Massenkonsum. Für die Schwachen ist kein Platz. Lediglich 3 oder 4 Autobauer werden überleben. Und sehr bald wird die US-amerikanische Industrie die Hälfte der weltweit benutzten Energie verbrauchen. Alles geht in Rauch auf, bis auf die Dollars. Ich wage mich manchmal in den Norden der Insel und durchquere die Ausländerviertel von Chinatown über Little Italy bis nach Harlem. Der Zufluss europäischer Migranten, die Rassenunruhen und die Polizeigewalt haben die Afroamerikaner, kaum 100.000 der 5 Millionen Einwohner, in heruntergekommene Stadtteile verdrängt. Nach dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes im bürgerlichen Viertel Harlem beziehen sie die verlassenen Gebäude und profitieren von günstigen Mieten. Dazu kommen die Schwarzen, die aus den Südstaaten fliehen. Daraufhin halten die weißen Besitzer ihre Häuser nicht mehr instand und das Viertel wird nach und nach zu einem gesundheitsbedenklichen Ghetto. Bis zur Harlem Renaissance in den 20er Jahren, als sich auch renommierte Schriftsteller und Künstler hier niederlassen. Mit den Schwarzen aus New Orleans kommen Ragtime und Jazz nach Harlem. 1912 tritt das erste Jazzorchester, das Clef Club Orchestra, mit ausschließlich afroamerikanischen Mitgliedern in der Carnegie Hall auf. Doch der Begriff Jazz wurde ursprünglich von Weißen erfunden und so beanspruchen diese die Erfindung der Gattung für sich. Die New Yorker Musik kommt aus der Tin Pan Alley, der Blechpfannengasse. Mit diesem Spitznamen wird der populäre amerikanische Schlager bezeichnet. Mit folkloristischen Produktionen ohne historische Tradition, die vom Zuzug von Musikern aus Europa profitieren. Die Tin Pan Alley beherbergt Verleger und Musiker. Es wird auf der Straße gespielt, die Klaviere klingen blechern wie Kochtöpfe und Notenhefte finden reißenden Absatz. Die Struktur von Men of the Docks wirkt geometrisch, mit einer Reihe von Quadraten und den Fluchtlinien von Kai und Passagierschiff, die den Blick auf die Wolkenkratzer lenken. Aber sie ist vor allem eine Musikpartitur. Die Verwendung der Farben ist von den Theorien des amerikanischen Malers Hardesty Gilmore Murata inspiriert. Auf der Suche nach vollkommener Schönheit appelliert er an die Strenge der Mathematik und der Musiklehre. Jede Farbe wird mit einer Note verbunden. Die Maler spielen mit den Farbkombinationen wie mit Notenverbindungen. Sie erschaffen Akkorde. Bellows ändert auch die Maße seines Bildes während des Schöpfungsprozesses, so wie ein Komponist die Länge seines Stückes verändert. Die Farbpalette, die er hier verwendet, ist rot-orange, gelb, grün, blau. Er spielt mit den Harmonien, um das Gefühl einer Tonalität in Cis-Dur wiederzugeben. Ich, John Doe, der gefrorene Fluss, die Kais von Brooklyn, Lower Manhattan gegenüber. Wir bilden nach Bellows den perfekten Akkord.
Die Familien im Ford Model T nehmen die Brücke, um ans Meer im Süden von Brooklyn zu entfliehen. Coney Island, die Insel der wilden Kaninchen. Die Natur wurde durch einen riesigen Freizeitpark ersetzt, wo alle John Does ihren harten Alltag vergessen können. Die New Yorker Elite nennt es Sodom am Meer. Hier sind Erinnerungen Zukunftsträume und das Leben ist ein fantastischer Wahn. Ich hoffe, im Tunnel of Love oder an der mechanischen Pferderennbahn meine Seelenverwandte zu finden. Der Luna Park und seine Skyline aus 1221 Giebeln und Türmchen sind für Bauunternehmen das architektonische Versuchslabor des zukünftigen Manhattans. Und wir sind lebende Insekten, die unter dem sozialen Mikroskop beobachtet werden. Die Reise zum Mond lockt täglich 90.000 Besucher an. Die Stars der Attraktionen im Dreamland sind Zwerge, Freaks und Monster. Neben ihnen fühle ich mich wie der Herrscher der Welt. Emotionen und Schauder sind garantiert an diesem rechtsfreien Ort, an dem auffallende Werbung zum Laster verführt und die Polizei bei illegalen Wetten und Verbrechen ein Auge zudrückt. Die Attraktion Fighting the Flames, Kampf gegen die Flammen, mobilisiert 4000 Schauspieler und freiwillige Feuerwehrleute. Ein Hotel fängt Feuer. Darin sitzen Gäste in der Falle. Wir erleben die Katastrophe hautnah. Zunächst Flammen, dann Explosionen. Schließlich stürzt eine Etage ein. Wie durch ein Wunder geht es gut aus. Die nächste Vorstellung kann kommen. Doch eines Abends löst ein Kurzschluss in der Geisterbahn Tor zur Hölle einen echten Großbrand aus. Dreamland brennt vollständig ab. Dennoch wird der Brand, der bis nach Manhattan zu sehen ist, in den Zeitungen am nächsten Tag nicht erwähnt. Die Journalisten hielten ihn für eine neue, noch außergewöhnlichere Attraktion. Einige Monate davor fand ein anderer dramatischer Brand in der Triangle Shirtwaist Factory statt. 146 Arbeiter, mehrheitlich junge Frauen, die jüngste erst 14 Jahre alt, kommen darin ums Leben. Um Diebstählen vorzubeugen, haben die Fabrikbesitzer alle Ausgänge auf den Etagen abschließen lassen. Sie werden freigesprochen. Doch der Skandal, den das Urteil auslöst, führt zu einem verbesserten Schutz der Arbeiter. In diesem Land ohne Vergangenheit zählen allein die Zukunft, der Fortschritt und Erfindungen. Amperes und Faradays Elektrizitätslehre ist seit 1830 auf dem Vormarsch. Doch die große Revolution kommt von Nikola Tesla, der unter anderem die Energieübertragung per Draht über eine große Distanz erfindet. Ein gigantisches elektrisches Spinnennetz breitet sich über ganz New York aus. Und Edisons Glühlampe befördert die Stadt endgültig in die elektrische Moderne. Dank der guten Fee Elektrizität wird in Manhattan die Nacht zu einem zweiten Tag. Die für hygienisch erklärte elektrische Beleuchtung ist das Symbol des amerikanischen Lifestyles. Der Broadway erstrahlt im Glanz der Lichter. Leuchtreklame erobert den Times Square. Und selbst die Freiheitsstatue bekommt eine elektrische Fackel. Die amerikanische Hygiene geht sogar so weit, dass sie den sauberen Tod erfindet, den elektrischen Stuhl, den Bellows mit seiner Zeichenkraft entzaubert. Von meinem Kai in Brooklyn aus gesehen ähnelt Manhattan dem gelobten Land, doch es bleibt unerreichbar. Bellows malt unsere nackte Wirklichkeit in der Art der Illustratoren der beliebten New Yorker Magazinpresse, deren Journalisten die sogenannten Muckrakers im Schlamm, im Dreck wühlen. In einer Methodistenfamilie in Ohio geboren, verkörpert George Bellows den gesunden Geist in einem gesunden Körper. Er ist ein perfekter Athlet, ein semi-professioneller Baseballspieler. Schon früh zeichnet er für Zeitschriften und besucht die New York School of Art, wo er mit Edward Hopper verkehrt. Er skizziert Menschen wie mich, Arbeiter, arme Kinder. Er ist ein Stadtchronist, der auf seinen Spaziergängen am liebsten entlang des Flusses und der Kais soziale Ungerechtigkeit festhält.
Unweit unseres Docks beobachtet er die River Rats, die Flussratten. Kinderarbeit ist noch nicht verboten. Hier zeigt er die Kinder in einem Augenblick der Entspannung, nackt, wie sie rauchen, in der Öffentlichkeit pinkeln und in das schmutzige Hafenwasser springen. Die feine Gesellschaft sieht sie als Straftäter und wissenschaftliche Studien bestätigen allzu gern, dass Armut gleichbedeutend sei mit Kriminalität. Bellows bringt die dunkle Seite unseres Arbeiterlebens ans Licht, sowie an dem riesigen Loch beim Bau der Pennsylvania Station, der Baustelle zum größten und schönsten Bahnhof der Welt, laut der New York Times. Ein Meisterwerk der Architektur im Beaux-Arts-Stil. Der Wartesaal mit Marmor, dorischen Säulen und Stahlpfeilern folgt dem Vorbild der Caracalla-Thermen in Rom. Vermutlich wurde das Bad in der Menge von Millionen eiliger Reisender bereits vorausgeahnt. Wenn ich die Fähren und Schlepper weiter draußen auf dem Fluss betrachte, denke ich an Walt Whitmans Gedicht Auf der Brooklyn-Fähre. Ich betrachtete den Dampf, der in lila getönten Flocken vorbeizog. Das schnelle, zitternde Wirbeln der Schaufeln. Die grauen Mauern der Lagerhäuser aus Granit. Und am benachbarten Ufer die Feuer von den Essen der Gießerei. Bellows ist ein sozialer Maler und Whitman, der politisch engagierte Journalist, ist sein alter Ego, der soziale Dichter. Er verwendet Slang und meine einfachen Worte, um die Schönheit der Maschinen zu feiern, die mir endlich ermöglichen müssten, mich zu emanzipieren, die Klasse zu wechseln. Das imposante Passagierschiff erinnert an die sozialen Klassen von New York. Die Migranten aus der Arbeiterklasse sind tief unten im Laderaum. Die Mittelschicht schwimmt mitten im Fluss. Und darüber, im Paradies, tanzt die Upper Class auf unseren Köpfen. Als er dieses anonyme Passagierschiff malte, ahnte Bellows nicht, dass wenige Monate später die berühmte Titanic mit Mann und Maus untergehen würde und mit ihr ein goldenes Zeitalter der Schifffahrt. Die Direktoren der Reederei White Star Line traten auf den Bowling Green, um uns zu beruhigen, indem sie offiziell verkündeten, dem Schiff sei nichts passiert. Dabei hatten sie die Telegramme erhalten. SOS, Save Our Souls, rettet unsere Seelen. An Bord konnten die Funker der Marconi Company zahlreiche Leben retten, indem sie Hilferufe absetzten. Guglielmo Marconi, der Erfinder der Funktelegrafie, wartete persönlich am Kai in Brooklyn auf die Geretteten. Die, die gerettet wurden, haben es seiner wunderbaren Erfindung zu verdanken, stellte der Untersuchungsausschuss fest. Marconi war auf die Jungfernfahrt der Titanic eingeladen worden. Doch da er dringende Geschäfte zu erledigen hatte, reiste er 3 Tage früher mit dem Passagierschiff Lusitania. Wenige Monate später wird seine Funktelegrafie das Radio möglich machen. RCA und AT&T, die Stimme von New York, übertragen Boxkämpfe, politische Ansprachen, Comedians und bezahlte Werbespots. Dank Beton, Stahl und der Erfindung von modularen Strukturen können Gebäude nun immer höher werden. Das Flatiron Building mit seinen 91 Metern und 6 Aufzügen dient als Aushängeschild der modernen Baukunst. Davor hatten New Yorker Geschäfte nicht mehr als 2 Stockwerke. Denn die Regel besagte, dass man den Kunden keine Treppen steigen lassen dürfe. Gebäude mit mehr als 5 Etagen wurden als unbewohnbar angesehen. Diese sogenannten Tenements, überfüllte Mietskasernen, waren allein den Arbeitern vorbehalten. In ihren zahlreichen fensterlosen Räumen herrscht die organisierte Armut. Gemeinsame Toiletten und Waschräume, als Ställe und Werkstätten dienende Innenhöfe, fehlende Sicherheitsmaßnahmen und die weltweit höchste Bevölkerungsdichte. Das wahnsinnige Projekt des Globe Tower mit seinen 50.000 Bewohnern, das allerdings fallen gelassen wurde, kündigt die Ära der Wolkenkratzer an, deren einzige Grenze der Himmel ist. Anstelle des von Präsident Theodore Roosevelt versprochenen sozialen Aufstiegs öffnet uns der Vorführaufzug von Otis auf Coney Island die Tore zum Paradies. New York erobert die Lüfte.
Der Metropolitan Life Tower, das Gebäude einer Versicherungsgesellschaft für Arbeiter, erregt als erster Wolkenkratzer am Madison Square Aufsehen. Der Long Acre Square wird nach dem Wolkenkratzer der Tageszeitung New York Times in Times Square umbenannt. Die staunende Menge drängt sich bei den Besichtigungen dieser modernen Türme zu Babel. Sie bezahlt viel Geld für den Aufstieg auf die Aussichtsterrasse des Singer Buildings, die der Brooklyn Bridge bald den Selbstmordrekord streitig macht. Eine ganze Stadt passt in ein einziges Gebäude, inklusive der Geschäfte, Dienstleister, Restaurants, Büros und Wohnungen. Die Fassaden werden mit Werbung bedeckt. Die Stadt stellt sich zur Schau. Heute gibt es keine Arbeit wegen Kälte und Eis. Ich gehe lieber und wette ein paar Cents bei einem der illegalen Boxkämpfe, die auf Lastkähnen, einem von Bellows Lieblingsorten, stattfinden. Boxen ist mehr als ein Sport. Und New York ist seine Hauptstadt. Auch wenn die Kämpfe illegal sind, gleichbedeutend mit Korruption und Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Banden. Anfangs finden sie in den verrauchten Kellern der Tavernen statt. Theodore Roosevelt, der selbst Amateurboxer ist, tritt 1896 für eine Legalisierung des Boxens ein. Doch im selben Jahr wird es erneut verboten. Also zurück in den Untergrund. Dieses Mal auf die Lastkähne und in die Hinterräume von Sportvereinen, wo es exklusiv für Mitglieder toleriert wird. Endgültig legalisiert wird es 1921. Und ich werde endlich aufhören, mich durch manipulierte Wetten ausnehmen zu lassen. Schluss mit den Kämpfen, die bis zum K.O. dauern. Nun wird die Dauer von 10 Runden eingeführt. 10 Runden wie eine Zeremonie in 10 Akten. Der Struggle for Life, der Kampf ums Leben. Auch mein Leben als Tagelöhner ähnelt einem Kampf und einer Hölle. Einer Hölle namens Gotham. Diesen Spitznamen erhält New York von dem Schriftsteller Washington Irving als Referenz an die fiktionalen Einwohner von Goat Home, der Stadt der Ziegen, die sich als ansteckende Verrückte ausgaben, um unerwünschte Besucher fernzuhalten. Auch New Yorks Verrücktheit ist ansteckend und gefährlich. Edgar Allan Poe, ein Wegbereiter der Kriminalliteratur, veröffentlicht Kriminalgeschichten, die auf wahren Ereignissen basieren, in einer Chronik mit dem Titel Doings of Gotham. Die Pulp Magazines treten seine Nachfolge an mit schmutzigen Geschichten, die die Massen erschaudern lassen sollen. Sie werden auf Papier geringer Qualität gedruckt, das aus Holzstoff, Wood Pulp, besteht und sind enorm erfolgreich. Vergesst die Kunst und malt das, was euch im Leben interessiert, sagte Robert Henry, George Bellows Lehrer an der New School of Art. Bellows gehört zu einer Künstlergruppe, die als Ashcan School, Ascheimerschule, bezeichnet wird. Sie besteht aus Illustratoren und Malern, die die Kunst mit dem realen Leben verbinden wollen. Sie sind keine politischen Aktivisten, sondern Zeugen, Chronisten ihrer Zeit mit einem scharfen Blick, inspiriert von Goya, Courbet oder Daumier. Von der National Academy of Design abgelehnt, nehmen sie 1913 an der Armory Show teil. Diese erste kollektive Ausstellung moderner Kunst in den USA markiert die Geburt des neuen amerikanischen Realismus. George Bellows hat nicht die Zeit, an der Legende der modernen Avantgarde mitzuarbeiten. Er stirbt mit nur 42 Jahren an einer Bauchfellentzündung. Ich frage mich, ob Bellows mich auf das Picknick, einem seiner letzten Bilder, das so anders ist, gemalt hat. Der schlafende Kerl unten rechts, der wie die letzten Porträts des Malers an jene Leute erinnert, die vom modernen Leben überfordert sind. Einen hätte ich noch für Sie. Ein Augenzwinkern. Bellows bedeutet auf Englisch Blasebalg. Ja, der Spaziergänger auf den Kais von New York hat tatsächlich frischen Wind in die amerikanische Malerei gebracht. Men of the Docks ist eine leidenschaftliche Hommage an die anonymen Helden Manhattans, der Ikone des Kapitalismus. Manhattan oder die Fantasievorstellung der Stadt. Das kollektive Unbewusste der modernen Welt, wo alles begonnen haben soll, wo noch immer alles beginnt und wo wahrscheinlich alles enden wird.